Das Video könnte unter Umständen ein bisschen lustig werden. Wir nehmen das Ganze, wir haben zwar professionelles Equipment, aber wir nehmen das Ganze ein bisschen mit Humor, also... Genau, einfach ein bisschen locker. Falls ihr versteift seid oder keinen Humor versteht, bitte jetzt abschalten. Diese Warnung wird nicht mehr wiederholt. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf Aitche Metal Rock. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar die Ariane Alter, auch Ari genannt. Und genau diese ist heute bei uns zu Gast. Dann würde ich doch mal sagen, dann rufen wir doch mal die Ari rein. Ari, du kannst reinkommen! Ari? Ich glaube, sie ist schüchtern. Magnus, kannst du sie mal reinholen? Ja. Im Normalfall ist die nicht so schüchtern. Ja, die Gute. Ja. Aber nicht die Ari, die ich erwartet habe. Okay. Ari, bist du da drin? Keine Antwort. Was hat dieser Mauk nur wieder mit ihr getan? Unfassbar. Ist ja egal. Verstehst du mich? Nee, ja. Das versteht doch keiner. Das ist ja nicht umsonst ein Insider. Den niemand versteht. Okay, mach mal. Das macht nichts. Das hat ein Insider an sich. Okay. Gut, dann gucken wir doch einfach mal, was hier drin ist. Zum Insider gehören meistens zwei Personen, mindestens. Ja, der ist zwischen Marco und Marco. Dann kann Marco sich den Insider auf dem Channel geben. Das ist schön. Da würde ich einfach mal sagen, dann gucken wir mal, ob die Ari hier drin ist. Weil es steht auf jeden Fall mal Ari drauf, muss man sagen. Ne? Unit Tasche Large 2. Unit Tasche. Oh. Also, dass dieser Mark immer so krumme Dinger drehen muss, das verstehe ich bis heute noch nicht. Wie kann man menschlich gesehen nur so abstoßend sein? Gelächter raus. Schneiden. Danke. Nee. Anmerkung für den Schnitt. Nein, nicht schneiden. Gut, dann eben nicht. Dann lache ich nochmal 100 Mal. Dann kannst du das auch drin lassen. Dann können wir das Video gerade stecken lassen. Willst du so machen? So, und dann nehmen wir es eher raus. Ja. Das hier ist in dem Fall Hallo. Die Ari. Hat 70 Liter Fassungsvermögen. Uff. Uff, Junge. Uff. Ja. Ja, moin. Da wird was rein, glaube ich. Alter. Ja, es ist genau gleich wie der Rucksack. Beides hat 70 Liter. Aber es sieht irgendwie fetter aus. Hatte nicht irgendwas davon Rollen? Nee? Nein, das wollte er nicht. Na gut. Wäre mir aber auch lieber gewesen. Also erstmal die spannende Frage, wie trägt man das Ding? So, und dann ist hier irgendwo ein Griff, habe ich gehört. Ja, das soll doch Griff und Rucksack sein. Hier machst du die Griffe fest. Und den Rucksackteil wirst du hier noch befestigen müssen irgendwie. Da vorne kriegst du verschiedenste Gürtel. Das sind deine Rucksackgurte. Ui! Das sind Reisebadges. Ja, geil! Also Aitche Metal Rock. Klettverschlüsse für was auch immer. Hier bitte. Alter. Um da noch was... Alles noch so zu... Ja. Hier könnt ihr eure Shotgun-Patronen aufräumen. Ne, keine Ahnung. weiß nicht, wofür ich das brauche, aber gut. Alter. Was, du kannst nichts kaputt gehen. Hast du eine Idee, wofür das gut ist? Eine Kulli-Sammlung ist es nicht. Da kommen die Schraubenzieher und Inbusse rein als Schnellzugriff, wenn schön sie da unten dicht werden. Okay. Ja. Na gut. Hier haben wir eine Getränketasche oder sowas ähnliches. Dann gibt es hier noch eine Fronttasche. Da ist nichts drin. Auf der Rückseite gibt es so eine Tasche, die kann man, wenn man es als Rucksack nimmt, nicht nutzen. Aber ja, ist doch auch blöd. Da kann ja jemand reinfassen, rausholen, fällig. Kann sie nichts reinmachen. So, es gibt hier eine Fronttasche, da passt. Kommt wahrscheinlich das Laptop rein. Ja. Die kann man abnehmen, by the way. Ja, da können Laptop. Da könnten wir uns diese Stangen da reingehen.
Stange. Also, machen wir auf den Lachs. Aber ich weiß nicht, ob das in der Form so optimal ist. So. Das ist, glaube ich, eher eine Tasche mit Rucksackfunktion als ein Rucksack mit Taschenfunktion. Ah ja, das sieht doch schon so. Ja, okay. Das sind ganz viele Taschen. Ja, das sieht genauso aus wie im Video. Oh, welch Wunder. Und sehr qualitative Bände. Sehr schön. Nicht ganz so viele, aber ja. Kann man was draus machen. Dafür groß. Also machen wir die Wände auch noch raus. Die sind jetzt aber nicht Klettverschluss attached. Ja gut, oben siehst du, was du hast. Da ja. Kriegst du garantiert alle deine Charger unter, hoffe ich doch. Und dann gucken wir, wie wir das Zeugs da reinkriegen gleich. Genau, aber als erstes befestigen wir noch die Gurte. Man muss nur aussehen, wie es gedacht ist. Ja, ja, jetzt probier mal, bitte. Ja klar sieht es kacke aus, das ist gar keine Frage, aber so muss das sein. Ja, ja, darum geht's gar nicht. Du siehst gleich, wo das Problem lag. Danke. Merkst du, wo die Schulterstütze ist auf der Seite? Die Schulterstütze? Ja, die ist auf Bauchhöhe. Darum ging es. Auf Bauchhöhe? Hier ist deine Schulterstütze, hier ist die andere. Davon habe ich geredet. Dass man es so befestigt, war mir schon klar. Ja, aber so muss das dann gedacht sein, anders geht's ja nicht. Ja, die musst du halt noch richtig zurecht irgendwie schieben. Die eine ist eine kürzer machen, die andere länger. Irgendwie so. Wie ist das von der Bequemhaftigkeit? Oh Gott, es ist nicht schlecht. Also, Moment, halt an. Wenn sie natürlich bestückt ist, sieht es anders aus. Da drückt dann noch wieder Gewicht darunter. Ja, das kann ich ja mal simulieren. Das ist in Ordnung. Also da spannt jetzt nichts am Rücken, weil es eine gerade schöne Fläche ist, die hier quasi am Po aufliegt. Wobei ich auch dachte, ich hatte ja die Bilder vom Innenraum nicht gesehen gehabt. Die Doktortasche wäre mehr so kleine Compartments, weißt du? Mhm. Und nicht nur eine Seite mit kleinen Compartments. Aber ich glaube, die fasst keine 70 Liter, die Doktortasche. Doch, das schon. Aber der Innenraum sind halt 70 Liter. Da kriegst du dann zwei Teleobjektive. Also ich weiß nicht, die wir nicht haben. Also du hast es ja bestimmt schlechter vorgestellt. Ja, tatsächlich hätte ich mir ein bisschen schlechter vorgestellt. Das stimmt schon. Ne? Aber da das so eine große, schöne Fläche ist, die gut aufliegt, null Problemo, ne? Der andere war trotzdem besser. Wir beladen es auf jeden Fall. Der andere war halt mehr Rucksack. Und die ist halt mehr Tasche. Ja, wir haben hier das komplette Set, was quasi hier in diese Tasche muss. Und jetzt würde ich sagen, bestücken wir das Ding live. Okay, du hast gesagt, das hier passt da rein. Das passt da wunderbar rein. Das sind die Carbon-Teile für die DJI. Man sieht halt nur eure Füße, ne? Das ist euch klar. Also eure Beine. Ja, ist egal. Hauptsache wir haben hier den Fokus drauf. Wie ist denn der Reißverschluss? Gut. Massiv. Massiv. Okay. Und dann kannst du die Teile nämlich einfach auch wegnehmen. Wenn du sie theoretisch nicht brauchst, ist das eigentlich auch nicht schlecht. Okay, gut, dann hätten wir schon mal das. Dann würde ich doch sagen, machen wir noch die ganzen Innentaschen mit den Akkus und so. Erstmal Außentaschen, oder? Ja, aber gut, was willst du da reinpacken in die Außentaschen? Alles Mögliche, du hast da richtig viele so große Außentaschen. Okay, die sind jetzt halt ein bisschen suboptimal, da kannst du jetzt nichts reinpacken, was wirklich nichts aushält, weil da halt der. Ja. Aber Akkus und Ladegeräte will ich schon mal reinpacken. Ja. Weil die Taschen sind halt prädestiniert. Da kannst du zum Beispiel, hier kannst du zum Beispiel die Powerbank reinpacken. Der macht das sonst mal ein bisschen Druck. Mit Kabel. Passt da optimal rein. Wunderbar.
Ja, gut. Gut. Deadcat, also Mikrofon abschrauben. Ja, alles auseinanderschrauben. Kamera raus, Kamera aus. Also, wir zeigen euch dann vielleicht Fotos, wenn wir es nicht vergessen, wie es alles reinpasst. Wir werden vergessen, dass wir euch Fotos zeigen. Okay. Dann seht ihr gleich ein Fazit, wenn wir das alles reingestopft haben. Bis gleich. Bis dann. Ja, geil. Kann man von der Tasche nichts sagen. In der Taschenfunktion top. In der Rucksackfunktion darfst du sagen, was du fühlst. Ich fühle Schmerz. Ich fühle, dass mein Ergotherapeut auf jeden Fall demnächst einiges zu tun hat. Du hast einen Ergotherapeut? Nee, aber wenn ich einen hätte. Ergo, das Ganze wird wieder zurückgeschickt. Ja, und zwar folgendes. Wenn man das ganze Ding hier trägt, ist hier ziemlich viel Last hinten drauf. Das heißt, er müsste quasi, sodass das Ganze gut auffliegt, ein bisschen bucklig. Nach vorne gewollt, ja, das ist halt total kacke. Bucklig laufen, denn wenn er nämlich aufrecht läuft, da haben wir hier nämlich so einen Hohlraum und das tut seinem Hohlkreuz überhaupt nicht gut. Also vorher war es kein Hohlkreuz, dann wird es eins. Okay. Genau, dann wird es eins. Und hier vorne die Träger. Die spannen hier halt richtig krass und es gibt auch nichts hier zum Zumachen. Okay. Genau, es gibt auch kein Hüftgurt, um noch unten mäßig zu entlasten. Es ist halt wirklich, das merkt man jetzt umso mehr, es ist halt wirklich eine Tasche, die man vielleicht noch kurz als Rucksack verwenden kann. Aber es bleibt trotzdem eine Tasche und ist auch drauf ausgelegt. Also als Rucksack auf jeden Fall nicht geeignet, aber sonst eigentlich eine recht übersichtliche, große Tasche, wo man einiges drin verstauen kann. Genau, deswegen ziehen wir die wieder aus. Also aus- und anziehen, man braucht eine zweite Person, sonst geht das nicht. Warte, so, okay. Genau. Wir zeigen euch jetzt trotzdem noch, wie wir sie bestückt haben. Und dass es eigentlich bestückungsmäßig doch eine ganz gute Tasche ist. Fangen wir doch gerade mit dem an. Ja, hier sind halt die ganzen Carbon-Teile drin, wo wir die DJI Ronin noch erweitern. Die sind hier drin. Genau. Optimal, passt da perfekt rein. Dann haben wir hier bei der Außenseite die ganzen Kabel drin. Ja. Die kommen dann auch wieder raus. Dann haben wir hier, glaube ich, die Legria drin. Oh, wenn wir die in der Tasche vergessen. Genau, hier haben wir unsere Legria drin. Also die Tasche ist echt gut. Besser als ein Rucksack, weil hier muss man weniger aufmachen und es ist mehr beieinander. Hier ist unsere Grust. Was heißt es auf Hochdeutsch? Gerümpel. Gerümpeltasche. Stuff. Also hier haben wir sämtliche Gürtel drin, eine Sonnenblende, eine Smartphone-Klemme, hier noch eine Hülle für SD-Karten und ein externes Laufwerk-Case. Dann haben wir hier noch auf der anderen Außenseite, da haben wir glaube ich auch irgendwie so Schrottgerümpel reingepackt. Was halt auch nicht optimal ist, dass das quasi die Rucksackfunktion ist. Das ist blöd. Ich glaube, wenn sie das anständig gemacht hätten und hier wirklich ordentliche Gürte hingemacht hätten, wo man nichts separat dazu machen muss, sondern wo einfach schon dran sind, dann wäre das Ding top. Aber die Gürtel sind halt das Problem. Und der Rücken natürlich.
Also halt der... Ja, wenn das richtige Gürtel hätte, wäre das auch mit dem Rücken kein Problem. Nee, das liegt schon dran, dass die müssen schon richtig gepolstert sein. Und so. Das ist es hier halt nicht. Dann haben wir hier noch unser Werkzeugkasten quasi drin und auch unsere Powerbank. Und ansonsten ist hier leer. Das war's von den Außentaschen. Den Rest haben wir wirklich in den Innentaschen drin. Und zwar, was ganz, ganz toll ist, wir haben hier alles übersichtlich. Wir wissen, hier sind Akkus drin, hier sind Ladeschalen drin, Akku GH5, Akku G70 und die zwei Ladestationen. Brauchen wir jetzt erstmal so nicht auspacken. Dann wäre es hier weitergegangen mit einer guten Abdeckung. Hier unsere GH5 als Hauptkamera. Daneben dran noch das Licht drin und die G70. Ja, warte, ich... Okay. Hier haben wir dann noch die Griffe und eben den Arm. Hier unser Atomos. Und das war eigentlich schon die volle bestückte Tasche. Also wie man sieht, ganz übersichtlich. Ja. Aber Tragekomfort als Rucksack kann man vergessen. Deswegen wandert die Tasche leider Gottes wieder zurück. Beziehungsweise den Taschenrucksack, muss man sagen. Ja, als Rucksack halt nicht so optimal. Ciao. Sehr gut, die Verabschiedung.